In diesem Video versuchen wir, den Hamburger Sportverein wieder nach oben zu führen. Allerdings dürfen wir pro Saison nur 2 Spieler verpflichten. Wir müssen uns also genau überlegen, wen wir holen. Und wir haben auch nur 8 Spielzeiten lang Zeit. In dieser Zeit müssen wir es also schaffen, den HSV wieder zu alter Stärke zu bringen und zumindest mal die Bundesliga und wenn möglich vielleicht sogar auch noch die Champions League zu gewinnen. Da wir den Kader relativ klein halten wollen, habe ich mich dazu entschieden, gefühlt die halbe Mannschaft zu verleihen. Weil ja, verkaufen will ich die Spieler auch nicht, weil wir eben nicht so viele nachkaufen können und ich will eben, dass die Spieler glücklich bleiben und dass sie sich gut entwickeln und deswegen ja, haben wir wirklich jeden, den wir irgendwie nicht brauchen, verliehen und dann haben wir natürlich jetzt auch 2 neue Spieler verpflichtet und der erste Neuzugang, das ist hier Omer Ragic, der kommt aus der Schweizer Liga und wird jetzt hier unser neuer Innenverteidiger, der Junge bringt auf jeden Fall einiges an Potenzial mit. Sogar noch mehr Potenzial hat dann aber unser nächster Neuzugang und das ist Thales Magno aus der MLS. Der Brasilianer hat bereits eine 73er Gesamtstärke, ist zwar nominell Mittelstürmer, wir können ihn aber auch zum rechten Flügelspieler umtrainieren und das werden wir eben auch machen. Und haben jetzt damit auch ein bisschen Samba, ein bisschen Rio de Janeiro, ein bisschen Jogar Bonito Vibes hier beim HSV. Und hoffen damit jetzt natürlich in dieser Spielzeit gut abzuschneiden. Ich würde sagen, unsere Mannschaft sieht auf jeden Fall ganz solide aus. Ich denke, damit sollte der Aufstieg drin sein. Und deshalb springen wir jetzt einfach mal zum Saisonende und gucken, ob wir es geschafft haben, in die Bundesliga aufzusteigen. Wir sind jetzt am Saisonende angekommen. Die Mannschaft hat sich von den Gesamtratings auf jeden Fall schon mal richtig gut entwickelt. Jetzt wollen wir natürlich aber wissen, ob wir es geschafft haben, in die Bundesliga aufzusteigen. Und tatsächlich, wir sind am Ende auf dem ersten Platz gelandet und spielen im nächsten Jahr also endlich wieder in der ersten Liga. Der HSV hat es geschafft und ist ins Fußballoberhaus zurückgekehrt. Wir sind jetzt hier am Beginn der nächsten Saison angekommen und wir sehen, dass Thales Magno inzwischen das Potenzial hat, was Besonderes zu werden. Der Typ ist auf jeden Fall jetzt schon ein absoluter Megatransfer, der sich sowas von gelohnt hat. Wir werden jetzt natürlich wieder versuchen, 2 Spieler zu verpflichten. Dafür haben wir 27 Millionen Euro, die uns zur Verfügung stehen. Damit sollte es uns doch eigentlich gelingen, unsere Mannschaft nochmal richtig gut zu verstärken. Und dann haben wir auch hier unseren ersten Spieler für die zweite Saison verpflichtet. Und es handelt sich um einen alten Bekannten aus der Bundesliga, nämlich um Joshua Zirkzee. Der ehemalige Bayern-Spieler kommt jetzt hier für 14 Millionen zu uns. Und ich würde sagen, er passt dann auch optisch sehr gut in die Mannschaft, reiht sich da vorne mit Thales Magno mit seiner Frisur auf jeden Fall richtig gut ein. Und jetzt haben wir hier auch unseren zweiten Spieler verpflichtet und das ist wieder ein Verteidiger und zwar ein Rechtsverteidiger. Sein Name ist Thiago Santos und er kommt aus der portugiesischen Liga. Und mit den beiden Neuen sieht unsere Mannschaft dann hier folgendermaßen aus. Ich bin damit schon relativ zufrieden. In der nächsten Saison würde ich dann sagen, versuchen wir dann wahrscheinlich einen zweiten Innenverteidiger und einen defensiven Mittelfeldspieler zu verpflichten. Wir sind jetzt auch am Ende der zweiten Spielzeit angekommen. Die Mannschaft hat sich auf jeden Fall gut entwickelt. Thales Magno hat bereits eine 82er Gesamtstärke. Jetzt wollen wir aber erstmal wissen, wie wir in der Liga abgeschnitten haben. Und wir sind da tatsächlich am Ende auf dem 12. Platz gelandet, haben 7 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Mit dem Abstieg hatten wir also relativ wenig zu tun, haben souverän die Klasse gehalten. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir direkt weiter in die dritte Saison und jetzt versuchen wir den Kader auch in der Breite noch ein bisschen besser aufzustellen. Und dann sind wir jetzt hier in der dritten Saison angekommen und wir haben zu Beginn 26 Millionen Euro auf dem Konto. Wenn ich mir die Mannschaft so anschaue, dann würde es sich auf jeden Fall empfehlen, jetzt einen neuen Sechser und dann auch einen weiteren Innenverteidiger zu verpflichten. Sebastian Schonlau ist mit einer 74 auf jeden Fall einer der schwächeren Spieler in dieser Mannschaft und Innenverteidiger sind eben wichtig und da, ja, denke ich, ist jetzt einfach ein guter Moment, da nochmal ein Upgrade zu holen. In dieser Transferperiode hat das Geld dann wirklich gerade so noch gereicht. Am Ende haben wir gerade mal noch 300.000 Euro übrig. Dafür haben wir dann aber auch richtig viel Qualität dazu bekommen, denn wir haben den ehemaligen Bayern-Profi Tanguy Nianzou für 16,5 Millionen Euro vom FC Sevilla verpflichten können. Das ist auf jeden Fall schon mal ein richtig guter Transfer. Und fürs zentrale defensive Mittelfeld holen wir dann hier Mandela Keita. Der Kollege wechselt für 7 Millionen Euro aus der belgischen Liga zu uns. Ist auf jeden Fall auch ein richtig gutes Talent und hat auch schon eine 75er Gesamtstärke. Es gibt jetzt hier tatsächlich aber zum ersten Mal einen prominenten Abgang und das ist Robert Glatzel. Der ist bei uns ja nur noch zweite Wahl, ist dementsprechend auch unzufrieden, will den Verein verlassen. Wir bekommen für ihn dann nochmal 4,6 Millionen Euro und die können wir auch wirklich gebrauchen, denn wir müssen auch noch Verträge verlängern und da brauchen wir einfach ein bisschen Geld. Und deswegen heißt es jetzt auch Wiedersehen zu Robert Glatzel. Wir haben es geschafft, wir sind jetzt auch am Ende der dritten Saison angekommen. Die Mannschaft hat sich mal wieder richtig gut entwickelt. Wir haben jetzt mit Zirkzee, Thales Magno
und Nianzou schon 3 Spieler mit einem Rating von 80 oder besser. Und in der Liga landen wir dann mit dieser Mannschaft auf dem 12. Tabellenplatz. Da ist auf jeden Fall noch richtig viel Luft nach oben. In Saison Nummer 4 angekommen sehen wir, dass wir jetzt 31 Millionen Euro auf dem Konto haben. Wir bekommen leider nicht deutlich mehr Geld als in der letzten Saison, weil wir uns halt auch von der Tabellenposition nicht verbessert haben. Es wäre ganz gut, wenn wir in dieser Spielzeit dann ein bisschen besser abschneiden, damit wir dann auch im kommenden Sommer ein bisschen mehr Geld haben und dann auch etwas bessere Spieler verpflichten können. Neuzugang 1 für die 4. Saison ist jetzt eingetütet. Wir haben einen neuen Linksverteidiger. Maxim de Kuyper wechselt für 16 Millionen Euro von Club Brügge zum HSV. Und auch auf der Torhüter Position haben wir jetzt einen neuen Spieler. Er hat zwar das gleiche Rating wie Daniel Heuer Fernandes, ist aber erst 25 Jahre alt und hat noch ein bisschen Potenzial. Sein Name ist Mats Hermansen und er wird jetzt also unser neuer Keeper werden. Ich hoffe natürlich, dass er sich dann auch relativ schnell entwickelt und dann ja, haben wir hoffentlich jetzt einen sicheren Rückhalt für den Rest dieses Experiments. Ratingmäßig bringen uns die beiden Neuen dann wie gesagt jetzt nicht wahnsinnig voran. Hermansen wie gesagt das gleiche Rating wie Heuer Fernandes. Und dann haben wir noch De Kuyper auf der Linksverteidigerposition. Er ist 3 Ratingpunkte besser als Muheim. Aber die beiden Jungs haben eben deutlich mehr Potenzial als Fernandes und Muheim. Und deswegen denke ich, sind das dann trotzdem 2 gute Neuzugänge. Und außerdem hätte ich eh nicht viel bessere Spieler holen können, weil wir haben halt einfach nicht so viel Geld zur Verfügung gehabt. Die 4. Saison ist jetzt auch zu Ende und wir sehen, nur noch 3 Spieler haben ein Rating unter 80. Omer Ragic wird es auch relativ schnell erreichen. Und dann haben wir noch Benesch und Dompe, die werden dann wahrscheinlich als nächstes ersetzt werden. In der Liga reicht es dann zwar nur für den 7. Tabellenplatz, aber der berechtigt für die Conference League. Denn im Pokalfinale spielen der FC Bayern München und Borussia Dortmund und die sind ja schon für Europa qualifiziert. Und deswegen spielen wir also in der nächsten Saison zum ersten Mal in einem internationalen Wettbewerb mit. Und endlich haben wir jetzt auch ein bisschen mehr Geld zur Verfügung, weil wir eben international spielen, haben wir jetzt 47 Millionen Euro auf dem Konto. Es kommt dann sogar noch ein bisschen Geld obendrauf, denn Heuer Fernandes ist jetzt auch schon 33 Jahre alt, wir brauchen ihn nicht mehr und deswegen verkaufen wir ihn jetzt hier für 3,5 Millionen Euro. Mit dem nächsten neuen Spieler ist jetzt auch hier unsere Offensivreihe komplettiert und es ist wieder ein Spieler mit einem Afro auf dem Kopf. Diesmal handelt es sich um Kevin Paredes, der für 22 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg kommt. Und jetzt haben wir hier auch einen neuen zentralen Mittelfeldspieler, der dann Laszlo Benes ersetzen wird. Und es handelt sich ebenfalls um einen alten Bekannten aus der Bundesliga und zwar um Arne Meyer. Hier in der Karriere hat er zwar inzwischen in Frankreich gespielt. Wir zahlen 27,5 Millionen Euro und bekommen damit jetzt einen relativ erfahrenen Spieler dazu, der aber auch locker noch 4-5 Jahre auf Top-Niveau performen kann und hoffentlich sich auch noch ein bisschen entwickeln wird. Er hat jetzt hier erstmal nur eine 80er Gesamtstärke, ist aber auch rechter Mittelfeldspieler. Wenn man ihn dann aber hier zum zentralen Mittelfeldspieler umtrainiert, dann geht sein Rating hier nochmal um 2 Gesamtstärken nach oben. Und jetzt haben wir auch nur noch 2 Spieler mit einem Rating unter 80. Zum einen Omer Ragic, der hat leider nicht mehr so viel Potenzial übrig. Da müssen wir dann vielleicht in der nächsten Saison nochmal nachbessern und auf dem linken Flügel eben unseren Neuzugang Paredes, der hat eine 78, aber ich bin mir relativ sicher, dass der sich einigermaßen schnell dann auch auf die 80 entwickeln wird. Wir sind jetzt am Ende der Saison angekommen und wir haben mit Thales Magno den ersten Spieler, der eine 90er Gesamtstärke erreicht hat. Insgesamt gibt es jetzt keinen Spieler mehr in der Mannschaft, der ein Rating unter 80 hat. Und mit dieser Mannschaft haben wir es dann auch tatsächlich geschafft, uns für die Champions League zu qualifizieren. Am Ende haben wir die bessere Tordifferenz als der FC Bayern München und werden damit in der nächsten Saison zum ersten Mal in der Königsklasse spielen. In dieser Saison haben wir in der Conference League gespielt, sind da allerdings dann im Achtelfinale im Elfmeterschießen gegen Fenerbahce ausgeschieden. Dass die Saison so gut gelaufen ist, haben wir dann vor allem Joshua Zirkse zu verdanken. Der hat in 43 Spielen 31 Tore erzielt und 2 Tore vorbereitet. Allein in der Bundesliga hat er 28 Hütten erzielt und ist damit dann auch wenig überraschend Torschützenkönig in der Fußball-Bundesliga geworden. Da wir jetzt hier in der 6. Saison in der Champions League spielen werden, haben wir auch 71 Millionen Euro auf dem Konto. Und die werden wir jetzt nochmal investieren, um den Kader abzugraden. Und der erste Neuzugang ist dann hier auch eingetütet und er kostet 40 Millionen Euro. Andy Schuf vom FC Basel wechselt jetzt also hier zum HSV. Ratingmäßig ist er zwar nicht besser als Reis, aber er hat eben noch mehr Potenzial und wird uns damit auf lange Sicht hoffentlich nochmal einen Schritt nach vorne bringen.
Und jetzt habe ich hier noch einen neuen Innenverteidiger verpflichtet. Wir hatten allerdings nicht mehr besonders viel Geld und deswegen konnte ich jetzt leider niemanden holen, der noch besonders viel Potenzial hat. Eigentlich habe ich genau das Gegenteil gemacht. Wir verpflichten nämlich Antonio Rüdiger. Der hat eine 86er Gesamtstärke, ist aber auch schon 34 Jahre alt. Auf Dauer wird er natürlich vom Rating runtergehen. In dieser Spielzeit soll er uns dann aber helfen. Mein Hintergedanke ist, wenn wir jetzt in dieser Saison gut performen, dann haben wir in der nächsten Saison mehr Geld zur Verfügung und dann können wir uns da dann vielleicht wirklich einen richtig guten, noch etwas jüngeren Verteidiger leisten. Für den Moment denke ich, dass Rüdiger dann aber erstmal eine ganz gute Verstärkung ist, die uns dann noch hoffentlich hilft, in der Champions League und in der Bundesliga gut abzuschneiden. Wie zu erwarten hat Rüdiger natürlich ein bisschen Rating verloren, hat jetzt am Saisonende nur noch eine 83er Gesamtstärke. Dafür ist aber zum Beispiel Thales Magno auf einer 92 oder auch Joshua Zirkze auf einer 87. Das sieht im Großen und Ganzen eigentlich schon mal ganz gut aus. Und trotzdem sind wir am Ende tatsächlich in der Bundesliga nur auf dem 5. Platz gelandet. In der nächsten Saison werden wir also nicht in der Champions League spielen. In dieser Saison haben wir es da zumindest mal ins Achtelfinale geschafft. Und dort mussten wir uns dann allerdings nach Hin- und Rückspiel Juventus Turin mit 6:4 geschlagen geben. Unsere Reise in der Königsklasse ist also auch relativ früh geendet. Es sind jetzt also noch 2 Saisons zu gehen, das heißt, wir haben jetzt noch 2-mal die Chance, einen Titel zu holen. Wir haben jetzt nochmal 85 Millionen Euro, um die Mannschaft weiter zu verstärken. Und das Problem ist halt, es ist jetzt nicht gerade einfach, damit 2 gute Spieler zu holen. Vielleicht werde ich mich auch nur auf nur einen Spieler konzentrieren, der uns dann aber wirklich richtig nach vorne bringt. Denn eine Sache ist ja auch klar, wir müssen jetzt nicht auf Krampf 2 Spieler verpflichten. Wenn wir nur einen brauchen, dann holen wir eben auch nur einen. Wir haben es aber tatsächlich doch geschafft, 2 Spieler für das Geld zu holen. Zum einen kommt Edson Álvarez für 34 Millionen Euro von Leverkusen. Der ist zwar zentraler defensiver Mittelfeldspieler, wir werden ihn aber zum Innenverteidiger umtrainieren. Und zudem haben wir dann auch noch einen neuen und besseren Torhüter geholt. Alban Lafor kommt für 33 Millionen Euro von Newcastle United. Wir haben jetzt also nochmal 2 Spieler mit einer 84 geholt und unseren Kader damit definitiv nochmal verstärkt. Und weil wir jetzt eben mit Álvarez einen neuen Innenverteidiger geholt haben, brauchen wir Rüdiger nicht mehr und bevor der dann quasi gar keinen Wert mehr hat, haben wir ihn jetzt hier nochmal für 20 Millionen Euro an den FC Bayern verkauft. Das Geld können wir dann nochmal für die nächste Saison verwenden, um dann wirklich nochmal richtig fett shoppen zu gehen. Wie gesagt, Álvarez werden wir dann jetzt hier zum Innenverteidiger umtrainieren und seine Gesamtstärke geht auch um 1 nach oben. Der Positionswechsel hat sich also auf jeden Fall gelohnt. Und so sieht jetzt also unsere Mannschaft mit den beiden Neuen aus. Das ist wirklich ein brutal gutes Team. Wenn wir es damit nicht in die Champions League schaffen, dann weiß ich auch nicht weiter. Wie ihr sehen könnt, sind wir jetzt am Ende der 7. Saison angekommen. Und wir wollen jetzt natürlich gucken, ob wir irgendwelche Titel gewonnen haben. Die Mannschaft sieht schon wirklich richtig, richtig krass aus. Und trotzdem haben wir es mit dieser Mannschaft am Ende nur auf den 6. Tabellenplatz geschafft. Wir werden dann aber zumindest mal in der Europa League spielen, auch wenn wir dann leider hier keine Chance mehr haben, die Champions League zu gewinnen. Im Pokalfinale spielen nämlich Dortmund und Leverkusen. Und das bedeutet eben, dass der 6. Platz dann schon für die Europa League berechtigt. Das heißt, wir gehen jetzt dann hier in die letzte, in die 8. Saison und da versuchen wir dann zumindest nochmal irgendeinen Titel zu gewinnen, sei es die Europa League, den DFB-Pokal oder die Meisterschaft. Es kann einfach nicht sein, dass wir mit dieser Mannschaft keinen einzigen Pokal holen. In Saison Nummer 8 angekommen, müssen wir jetzt natürlich erstmal gucken, was wir überhaupt noch machen wollen. Ich würde mal sagen, vielleicht ein linker Flügelspieler oder ein zentraler Mittelfeldspieler wäre eine sinnvolle Verstärkung. Wir haben dann immerhin über 100 Millionen Euro auf dem Konto. Wir werden natürlich noch ein paar Verträge verlängern müssen, aber wir haben trotzdem mehr als genug Geld, um die Mannschaft dann wirklich nochmal nach vorne zu bringen. Den Großteil des Geldes haben wir jetzt dann hier auch direkt wieder ausgegeben und zwar zahlen wir nämlich hier 67,5 Millionen Euro für Luis Henrique. Das ist ein Spieler mit einer 85er Gesamtstärke. Der wird dann hier nochmal ein gutes Upgrade zu Paredes sein und damit haben wir jetzt einfach eine brutale Offensive. Auch wenn wir damit natürlich unser Afro-Trio da vorne leider aufbrechen müssen. Aber Paredes ist dann ja zumindest noch auf der Bank, den kann man einwechseln und dann sind die 3 Jungs auch wieder vereint. Wir haben jetzt hier wirklich nochmal unser allerletztes Geld ausgegeben. Wir haben gerade mal noch 10.000 Euro auf dem Konto. Und dafür bekommen wir jetzt aber auch einen Weltmeister, nämlich Ezequiel Palacios. Den verpflichten wir für 42 Millionen Euro von Real Sociedad San Sebastian und bekommen damit jetzt nochmal einen zentralen Mittelfeldspieler mit einer 85er Gesamtstärke dazu. Das ist jetzt also hier unsere Mannschaft für die letzte und finale Saison. Ich würde mal sagen, das ist ein wirklich krasses Team. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass wir am Ende so eine gute Mannschaft hier zusammenbekommen werden. Die Spieler haben sich aber auch teilweise richtig gut entwickelt. Zum Beispiel ein Arne Meyer ist trotz seines eigentlich schon fortgeschrittenen Alters noch auf eine 86 hochgegangen.
Und natürlich der überragende Mann natürlich hier auf dem rechten Flügel, Thales Magno. Aber auch Joshua Zirkzee im Sturm einfach auf eine 90er Gesamtstärke hoch. Klar, Stürmer entwickeln sich immer relativ gut, aber das habe ich nicht kommen gesehen. Wir werden hier jetzt dann gleich ans Saisonende springen und dann wollen wir mal sehen, ob wir es noch schaffen, hier einen Titel mit dem HSV zu gewinnen. Es wäre eigentlich schon relativ peinlich, wenn wir mit dieser Mannschaft wirklich keinen einzigen Titel einfahren können. Wir sind jetzt also hier am Ende der achten und letzten Saison angekommen. Die Mannschaft hat sich nochmal brutal entwickelt. Ein Thales Magno ist hier sogar auf eine 95er Gesamtstärke hochgegangen. Und selbst ein Arne Meyer konnte sich nochmal um 2 Ratingpunkte verbessern. Und jetzt ist natürlich auch der Moment der Wahrheit gekommen. Haben wir es nochmal geschafft, hier die Bundesliga zu gewinnen? Und tatsächlich, wir haben den Titel geholt. Im allerletzten Jahr sind wir hier also dann deutscher Meister geworden. Die Meisterschale geht jetzt also endlich wieder zurück nach Hamburg. Am Ende haben wir hier sogar 14 Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten. Das war eine richtig gute Saison von uns. Und somit gibt es jetzt hier zumindest mal ein kleines Happy End bei diesem Experiment. Es könnte aber tatsächlich noch besser werden, denn wir stehen auch im Finale der Europa League. Wenn wir schon nicht die Champions League gewinnen können, dann doch wenigstens die Europa League. Da spielen wir jetzt allerdings im Finale gegen Lille. Und dann würde ich sagen, simulieren wir das Ganze und hoffen jetzt hier also das Double zu gewinnen. Und wir gewinnen das Finale jetzt hier auch tatsächlich mit 4:1. Luis Henrique und Thales Magno jeweils mit einem Doppelpack. Und damit gewinnen wir auch die UEFA Europa League und dürfen jetzt hier also nochmal den zweiten Pokal nach oben strecken. Am Ende war das hier also dann doch nochmal ein versöhnliches Ende. Es wäre aber auch brutal peinlich gewesen, wenn wir mit dieser Mannschaft keinen Titel geholt hätten. Hier also nochmal die Mannschaft, mit der wir dann am Ende hier das Double gewonnen haben. Thales Magno am Ende, wie gesagt, mit einer 95er Gesamtstärke. Der schlechteste Spieler in der Startformation ist dann Santos auf der Rechtsverteidigerposition mit einer 84. Und auch unsere Bank sieht ja eigentlich ganz gut aus. Wir konnten nicht viele Spieler verpflichten, aber haben es trotzdem geschafft, die Mannschaft auch in der Breite gut aufzustellen. Mit Nemeth, Sanne und Reis haben wir sogar 3 Spieler aus der ursprünglichen Hamburger Mannschaft auf der Reservebank, die sich ganz gut entwickelt haben. Vor allem Ludovic Reis mit einem 83er Rating sticht da wirklich heraus, der hat sich top entwickelt. Aber auch ein Laszlo Benes hat es am Ende hier auf ein 80er Rating geschafft. Auch wenn die beiden jetzt keine große Rolle gespielt haben, ist das natürlich trotzdem schön zu sehen. Der alles überragende Mann in dieser Spielzeit war dann hier natürlich Thales Magno, wer auch sonst. 26 Tore und 17 Vorlagen, macht insgesamt 43 Scorerpunkte in 50 Spielen. Das ist dann halt einfach Weltklasse und ja, mit einem 95er Rating erwartet man natürlich auch solche Leistungen. Joshua Zirkzee hat aber auch richtig gut performt. In 51 Spielen hat er 36 Scorerpunkte gesammelt, 32 Tore und 4 Vorlagen. Also auch er hat hier einen richtig großen Part in dieser Karriere und auch in dieser Saison gespielt. Und dann, liebe Leute, würde ich sagen, ist es das hier auch mit diesem Video gewesen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, ob ich sowas öfter machen soll. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich bei irgendeinem anderen Video wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao, ciao.